Hallo und herzlich willkommen bei Medela. Mein Name ist Annika Schwarz, ich bin Diplom-Trophologin und Education Managerin im europäischen Medical Affairs Team. Ich freue mich, heute ein kleines Interview mit meiner Kollegin zum Thema freihändiges Abpumpen zu führen. Bevor wir starten, darfst du dich erstmal vorstellen. Genau, mein Name ist Alexandra Habermeier und ich bin im Team Marketing Professional Care Europe als Hebamme und Stillberaterin tätig. Es gibt mittlerweile eine ganz neue Generation an persönlichen Milchpumpen, die das Abpumpen auf ein ganz neues Niveau an Komfort und Flexibilität anheben. Und genau dieses Hands-Free-Portfolio möchten wir Ihnen heute vorstellen. Was bedeutet denn Hands-Free eigentlich? Hands-free, wie der Name schon sagt, bedeutet freihändiges Abpumpen. Jetzt ist es möglich durch so ein praktisches In-Bra-Cup, was man sich einfach in seinen Still-BH einlegen kann, freihändig abzupumpen. Das bedeutet, anders als mit dem konventionellen System, wie man das ja bisher kannte, mit Brusthaube, Verbindungsstück und Flasche, ist es eben jetzt möglich, dass die Mutter beim Abpumpen beide Hände zur freien Verfügung hat. Und ich sehe hier auch schon verschiedene Pumpen ausgestellt. Kannst du uns die vielleicht mal vorstellen? Sehr gerne. Wir starten einfach mal mit der Solo Hands Free. Das ist eine Pumpe zum einseitigen freihändigen Abpumpen. Ein praktischer Begleiter für unterwegs, weil die Pumpe ist klein, leicht, handlich, passt auf jede Handfläche und wirklich in jede Handtasche. Und bei voll aufgeladenem Akku reicht sie sogar für bis zu 6 Pumpsitzungen, wobei eine Sitzung mit 15 Minuten angesetzt wird. Genau, dann haben wir noch die Swing Maxi Hands Free. Die eignet sich jetzt sowohl zum beidseitigen, also gleichzeitigen Abpumpen, als auch zum einseitigen Abpumpen. Denn man kann, wie man es hier schon sieht, den Schlauch auch einfach umstöpseln. Das heißt, wenn ich ihn jetzt hier anstecke, dann kann ich beidseitig pumpen. Und wenn ich ihn dann wieder löse und in den Schlauch integriere, damit das Vakuum auch aufrechterhalten bleibt, dann kann ich mit dieser Pumpe auch nur einseitig abpumpen. Und dann zu guter Letzt haben wir noch unser Premium-Produkt, die Freestyle Hands-Free. Premium deshalb, weil diese Pumpe ist tatsächlich gedacht für Frauen, die sehr häufig abpumpen, sprich mehrmals täglich. Diese Pumpe verfügt zum Beispiel über ein beleuchtetes Display, hat mit den längsten oder stärksten Akku die längste Akkulaufzeit. Sie hält bei voll aufgeladenem Akku für bis zu 8 Pumpsitzungen. Das heißt, mit der Swing Maxi und mit der Freestyle Hands Free hat man die totale Flexibilität. Einseitig abpumpen, doppelseitig abpumpen. Was ist denn der Vorteil vom doppelseitigen Abpumpen? Genau, nachgewiesenermaßen bilden Frauen, die beidseitig, also gleichzeitig abpumpen, um bis zu 18% mehr Milch. Das hat einfach damit zu tun, dass die Nachfrage nach Muttermilch auch das Angebot bestimmt. Und gleichzeitig sind Frauen, die beidseitig abpumpen, natürlich auch doppelt so schnell fertig. Super, das hat Dr. Brime sogar wissenschaftlich belegt. Und ich sehe bei den Pumpen ja auch so eine Schlaufe. Das ist natürlich ganz praktisch. Dann könnte man sich die Pumpen auch zum Beispiel an so einer Handykette ganz praktisch umhängen. Genau, mit jeder Umhangschlaufe sozusagen, wie ein Handy, praktisch an der Seite tragen. Genau. Die Cups sind einzigartig, die sind forschungsbasiert. Was kannst du dazu sagen? Genau, also der erste große Vorteil, den man auch schon unschwer erkennen kann, ist, dass dieses In-Bra Cup transparent ist. Das heißt, eine Frau sieht zu jedem Zeitpunkt, wie viel Milch hat sie denn überhaupt schon abgepumpt. Gleichzeitig kann sie auch erkennen, wann der Milchspendereflex ausgelöst wird, also wann die Milch zu fließen beginnt. Und durch diese praktische Skalierung am Rand kann sie auch erkennen, wie viel sie abgepumpt hat. Ja, dieses Cup ist super leicht, wiegt nur 76 Gramm, kann aber bis zu 150 Milliliter Muttermilch fassen. Und ja, wie man sehen kann, hat es jetzt ein anatomisches Design. Es sieht so ein bisschen anders aus als dieses konventionelle System, was man bisher so kannte. Das hängt damit zusammen, dass man klinische Tests gemacht hat. Dabei hat man 3D-Scans an laktierenden Brüsten durchgeführt und eben erkannt, dass die meiste Aktivität der Milchgänge im unteren äußeren Quadranten stattfindet. Und dieses anatomische Design unterstützt es jetzt optimal, unterstützt den Milchfluss und keine Milchgänge werden abgedrückt. Du erwähntest die Transparenz und den Milchspendereflex. Und es ist natürlich ganz wichtig, dass Frauen auch beobachten können, wann setzt der ein, wann beginnt die Milch zu fließen
um dann nämlich von der Stimulationsphase in die Abpumpphase aktiv zu wechseln. Denn alle drei Pumpen sind ja ausgestattet mit der Medela-Zwei-Phase-Expressionstechnologie. Genau. Aus wie vielen Teilen besteht denn jetzt so ein Cup? Magst du uns den Zusammenbau mal zeigen? Ich mache es einfach einmal auf. Also so ein Cup besteht tatsächlich nur aus drei Teilen. Wir haben hier die Membran, wir haben die Auffangschale und wir haben natürlich unsere integrierte Brusthaube, die es tatsächlich auch in drei unterschiedlichen Größen gibt, nämlich S, M und L, sprich 21, 24 und 27 mm, wobei sich hier immer der Tunneldurchmesser der Brusthaube unterscheidet. Und es ist sehr wichtig, dass eine Frau die für sich richtige Größe wählt, denn beim Abpumpen sollte sich nur die Brustwarze hier frei zentriert im Tunnel bewegen, aber nichts oder wenn überhaupt nur ganz wenig vom Warzenhof mit eingesaugt werden. Ja, und diese Brusthaube verfügt jetzt auch über den neuen Brusthaubenstandard, sprich der Öffnungswinkel beträgt 105 Grad. Früher waren das noch 90 Grad, man hat aber festgestellt, wenn der Öffnungswinkel größer ist, kann die Brustwarze tiefer in den Tunnel liegen, mehr Brustgewebe liegt auf dem Brusthaubenrand auf und das bedeutet, dass die Frau komfortabel und effektiv und effizient abpumpen kann und sprich auch mehr Milch in kürzerer Zeit gewinnen kann. Und vor allen Dingen sollte es ja auch nicht wehtun, ne? Deswegen ganz die verschiedenen genau. Größen. Hat jede Pumpe alle Größen gleich integriert? Also bei der Solo Hands Free ist im Set inkludiert die Brusthaube in der Größe 24 mm. Bei der Swing Maxi Hands Free und der Freestyle Hands Free gibt es zwei Brusthaubengrößen, nämlich die 21 und die 24 mm. Und sollte man die L-Haube brauchen, könnte man sich die als Zubehör dann separat dazu kaufen. Richtig. Welches weitere Zubehör gibt es denn noch? Genau, also man kann sich die Membrane einzeln dazu kaufen, wie du schon richtigerweise gesagt hast, die drei Brusthaubengrößen. Es gibt aber auch unseren Hands-Free-Schlauch. Und wenn man jetzt nicht alles sich einzeln erwerben möchte, sondern sozusagen als Gesamtpaket, kann man auch das Hands-Free-Doppelpump-Set in einem Package kaufen. Super, das heißt, wenn man vielleicht noch aus einer vorherigen Stillzeit die Pumpen hat mit dem konventionellen Set, die Swing Maxi und die Freestyle Flex, könnte man die dann auch jetzt upgraden zu einer freihändigen Pumpe? Ganz genau so ist es. Und ab Sommer 2024 wird sowieso die Swing Maxi zusammen mit dem Hands-Free Doppelpump Set als ein Package zu erwerben geben. Wunderbar. Jetzt kennen einige ja die Symphonie, unsere Krankenhauspumpe aus dem Krankenhaus oder aus der Vermietung von der Apotheke. Kann man denn was sagen zur Leistung? Sind die persönlichen Pumpen vergleichbar mit der Symphonie? Die Symphonie, unsere Klinikpumpe, man sieht sie hier schon neben uns stehen, die hat natürlich den leistungsstärksten Motor. Die kann man sich in den allermeisten Apotheken ausleihen, die ist so gut wie in jedem Krankenhaus verfügbar. Aber nichtsdestotrotz können unsere Hands-Free-Pumpen, insbesondere die Freestyle Hands-Free, durchaus auch mit so einer Symphonie mithalten. Denn man hat nämlich festgestellt, dass auch diese Pumpen ein sehr starkes Vakuum erzeugen können. Und es kommt auch nicht nur auf die Vakuumstärke an, sondern eben auch auf den Komfort. Denn nur dann, wenn eine Mama sich komfortabel fühlt beim Abpumpen, wird natürlich der Milchspendereflex ausgelöst, die Milch beginnt zu fließen und das bestimmt natürlich auch hinterher den Abpumperfolg. Absolut. Und das ist auch der Grund, warum wir bei Medela das sogenannte Maximum-Komfort-Vakuum empfehlen. Das bedeutet, dass eine Frau beim Abpumpen den Regler möglichst hoch einstellt, aber gerade so, dass das Abpumpen eben noch schmerzfrei ist. Ja, und dann gab es ja auch noch klinische Tests, ne? An der University of Western Australia. Diese Ergebnisse wurden 2023 veröffentlicht und da hat man die Freestyle Hands-Free wirklich auf Herz und Nieren getestet. Man hat sich angeguckt, wie effektiv kann man mit der Pumpe pumpen, wie effizient ist sie und wie komfortabel fühlt sich eine Frau, die mit dieser Pumpe abpumpt. Und hat diese Ergebnisse mit einer etwas älteren Studie verglichen, bei der die Symphonie mit dem beidseitigen Abpumpen genau analysiert wurde. Und diese zwei Testergebnisse hat man nebeneinander gelegt und dann eben deutlich erkannt, dass die Freestyle Hands-Free durchaus mit der Symphonie mithalten kann. Wir greifen hier also durchaus auf evidenzbasiertes Wissen zurück, sowohl was Effektivität als auch den Komfort angeht. Und kann damit sagen,
Die persönlichen Pumpen stehen der Symphonie nichts nach, sind einfach die leichten Begleiter für den Alltag, für zu Hause, für unterwegs. Richtig. Super. Wenn wir jetzt fertig sind mit den Pumpen, wie geht es denn dann weiter? Genau, eine Frau würde sozusagen dann erstmal bei laufendem Motor, die Pumpe läuft also ganz normal weiter, sich etwas nach vorne lehnen, damit die Milch, die möglicherweise hier noch in dem Tunnel der Brusthaube ist oder am Rand sich gesammelt hat, einmal hier in die Auffangschale überläuft. Wenn sie das gemacht hat, kann sie die Pumpe ganz normal ausschalten. Sie holt sich die Auffangschale einmal aus ihrem Abpumpbecher heraus, kann das Ganze hier oben einmal abstöpseln. Und dann durch so einen praktischen Ausguss hier oben zum Beispiel dann in eine Flasche füllen. Und man könnte sie sogar ja auch kurz mal abstellen, weil wie man hier sieht, stehen die ja auch sehr, sehr gut. Genau. Jetzt kann sie entweder den Deckel drauf machen, das Ganze im Kühlschrank lagern oder sogar einfrieren. Wunderbar. Und anschließend muss man die Sets natürlich auch wieder reinigen. Gibt es da irgendwas zu beachten? Ja, genau. Also glücklicherweise sind es ja wirklich nur diese drei Teile. Also es ist super praktisch zum Auseinanderbauen, Reinigen, wieder zum Zusammenbauen. Ich würde tatsächlich immer unbedingt die Reinigungsanleitung in der Gebrauchsanweisung empfehlen. Da steht es alles ganz genau drin, wie man das zu reinigen hat. Nach Gebrauch bietet es sich an, das Zubehör in warmes Wasser mit etwas Spülmittel einzuweichen, dann mit kaltem Wasser klar nachzuspülen, auf einem sauberen Geschirrtuch komplett abtrocknen zu lassen und dann kann man das Ganze wieder verwenden. Aber wirklich wichtig hier, darauf achten, dass alle Einzelteile komplett abgetrocknet sind, bevor man erneut pumpt, denn ansonsten könnte diese Restfeuchte tatsächlich das Vakuum beeinträchtigen. Und dasselbe gilt übrigens auch hier für den Schlauch. Der kommt ja eigentlich nicht mit Muttermilch in Berührung, deswegen sollte man den auch nicht reinigen, denn ansonsten könnten sich auch hier Wasserreste sammeln, die ebenfalls sich negativ aufs Vakuum auswirken könnten. Super, das klingt alles total einfach. Und wenn man jetzt abpumpt mit diesen In-Bra-Cups, braucht man da einen besonderen BH dafür? Nein, du musst dir jetzt keinen Special BH deswegen kaufen. Im Prinzip tut es jeder Still-BH sozusagen. Es ist nur wichtig, dass es wirklich ein eng anliegendes Material ist, was aber auch gleichzeitig elastisch sein sollte. Und unsere In-Bra-Cups passen so gut wie in jeden Still-BH. Und wenn man merkt, okay, man braucht ein bisschen mehr Spielraum, kann man ja über die Trägerlänge noch variieren. Super. Wir hatten vorhin kurz von der Symphonie gesprochen. Wenn man jetzt die Symphonie vielleicht aus der Apotheke auf Rezept ausgeliehen hat, gibt es auch da schon die Möglichkeit, diese Hands-Free-Cups zu konnektieren? Genau, also die Hands-Free-Cups können noch nicht mit der Symphonie verbunden werden. Nichtsdestotrotz kann eine Frau ja auch mit dem konventionellen System freihändig abpumpen, wenn sie einen Hands-Free Abpump-BH verwendet, so wie man das jetzt hier ganz gut erkennen kann, weil durch diese Öffnung würde ja auch die Brusthaube fixiert sein und die Frau, die Mama, kann freihändig abpumpen. Dann noch direkt in die Flasche. Genau. Wunderbar, damit sind wir eigentlich schon am Ende. Ich danke dir sehr für dieses kurze Interview und für deine ganzen Aussagen und sage Ihnen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal auch wieder mit dabei sind. Und wenn Sie in der Zwischenzeit Fragen haben, können Sie uns sehr gerne eine E-Mail an hebammen@medela.de senden. Danke fürs Zuschauen.